Chapter 3 – Worthen's Woman. Und damit herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Und da ist ein Zweiersofa. Ich würde mich liebend gern hinsetzen, aber ich muss Dad finden. Da ist noch was zu lesen. Worthen Willows hat die erste Wahl zum Bürgermeister letzte Woche gewonnen. Dieser Ort wird eine richtige Stadt unter seiner Führung, heißt es. Ich habe gehört, er kommt aus Neuengland, wo die Wolken schwarz von der Industrie sind. Sie sagen, er weiß, wie eine richtige Stadt zu sein hat. Oh, ich kann es nicht erwarten, zu sehen, was aus meiner Heimat wird. Die Zukunft ist so voller Möglichkeiten. Ich habe Männer kennengelernt, die hunderte von Kilometern gereist sind, um mich tanzen zu sehen. Es ist unbeschreiblich schmeichelnd. Aber das sind nicht die besten Neuigkeiten. Der neue Bürgermeister ist heute Abend gekommen, um mich beim Tanzen zu sehen. Ich spüre seine Augen auf mir und er hat mein Herz zum Rasen gebracht. Er hat mir nach der Show sogar Blumen geschickt. Die Welt ist ein Traum und ich hoffe nur, ich wache nicht auf. Fleur Leroux, von der haben wir schon mal was gelesen, ja. Okay, hier ist eine Tür, da kommen wir wieder nicht weiter. Gehen wir erstmal hier durch. Hier ist nichts. Da ist ein Schalter. Den wir aber nicht. Den wir nicht benutzen können. Oder sollen das Rohre sein? Also für mich sieht das aus wie ein Schalter. Ja, Notiz. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Qual noch aushalten kann. Die Bemühungen meiner lieben Claire helfen nicht mehr, mich zu trösten, wenn mich die Ängste packen. Ach, der letzte von Darby, ah. Ich bin beim Schlafwandeln aufgewacht und ich scheine jede Nacht zum selben Ort zu gehen. Ich gehe dorthin, wo alles geschah, wo meine Qualen anfingen. Das ist mein Schicksal. Ich soll im Höllenfeuer schmoren, ich weiß, dass es wahr ist. Ich habe die Hilfe von heiligen Männern ersucht und selbst ihre Segnungen können mich nicht von meinen Leiden heilen. Manchmal glaube ich, es wäre besser, wenn ich die Finsternis finde, nach der ich mich so sehne. Der Tod flüstert mir im Schlaf zu und ich will ihm folgen. Ja, ach, da geht's noch weiter. Da geht's auch noch runter. Moment. Ach nee, das war wegen der Treppe, oder? Ja, das war wegen der Treppe. Okay, da unten ist doch jemand. Oh nein, ich habe ihn verloren. Es ist, als würde ein Teil von mir fehlen. Bitte, kleines Mädchen, hilf mir, ihn zu finden. Hilf mir, meinen verlorenen Liebesbrief zu finden. Worthens Worte haben immer so gut geholfen, mich zu trösten. Okay. Das wäre jetzt nicht das, was ich jetzt zum Trösten nehmen würde, aber naja, gut. Tagebucheintrag. Ich habe diese Dame getroffen, die einfach nicht aufhört zu weinen. Ihr Name ist Fleur und ich glaube, sie könnte Französin sein. Aber ich bin nicht sicher. Ihr Akzent ist schwer für mich zu verstehen. Sie erzählt mir ständig, dass sie irgendeinen Liebesbrief verloren hat. Sie ist deswegen sehr verärgert. Ich finde, sie ist ein wenig melodramatisch, um ehrlich zu sein. Aber ich schätze, ich werde ihr helfen. Ich verstehe wirklich nicht, warum Mädchen sich so verrückt machen wegen Liebesbriefen. Es erscheint mir ein wenig albern. Aber ehrlich gesagt, ich habe die ganzen Liebesbriefe, die ich mal bekommen habe, alle gar nicht mehr. Die Kommode wegbewegen. Ja, aber wohin? Nach rechts, damit ich da drauf... Ach so, Moment. Kann die damit irgendwas machen? Nee. Muss ich mich noch weiter bewegen? Nee, 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 nee. Geh doch mal dahin. Ach, die kann die jetzt hier komplett wegziehen. Oh, hab ich mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Mann. Etwas hat geklickt. Ja, weil ich ja auch nochmal zusätzlich drüber gelaufen bin. Oh. Okay. Es war jetzt nicht so ersichtlich, aber es war nicht ganz unclever. Da geht's runter.
Da können wir durch die Tür. Da ist auch noch mal jemand drin. Herdplatte. So sollte eine Küche nicht riechen. Um den Schrank zu öffnen. Ich wollte gerade sagen, will sie aber nicht. Schrank. Oh. Oh. Wie komme ich denn da an das Messer dran? Will ich da überhaupt rankommen? Das ist die andere Frage. Um in den Besitz zu kommen. Ach, ja, natürlich will ich da drankommen. Natürlich. Ich brauche doch was zum Schneiden. Das Messer wurde für etwas verwendet oder für jemanden. Scheiß drauf, dass da Blut dran hängt. Wir brauchen noch ein Messer zum Schneiden. Das heißt, theoretischerweise müssten wir, wahrscheinlich um Geheimnis zu lüften, nochmal in den Irrgarten gehen und das eine auch öffnen, ne? Oh, ist das Mist. Entschuldigen Sie, der Herr. Haben Sie schon gemerkt, dass irgendwas im Auge steckt? Eines Tages habe ich ein Messer voll Blut gefunden. Weiß nicht, wo es herkam. Ich dachte mir, es sei aus der Küche. Also habe ich es da gelassen. Ja, warum auch nicht? Blutige Messer lässt man ja immer da, wo sie gefunden werden. Sagt nicht der Polizei Bescheid oder ähnliches. Hätte ich auch. Wäre auch nicht mein erster Sinn gewesen. Du schließt die Tür auf. Mit was denn? Kann man einfach so aufschließen? Oh! Sind wir unten? Ja, die Tür haben wir aufgemacht. Aha, das ist eine Abkürzung. Oder vielleicht auch oben. Aber ich glaube, wir sind unten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, wir sind runtergegangen. Dann müssten wir... Ich habe keine Ahnung. Eine Notiz. Ich tue, was ich kann, um meine Beziehung mit Wortham interessant zu halten. Aber ich bin besorgt, dass er kein Interesse mehr an mir hat. Er ist viel kälter und abweisender, wo er doch immer so warm und liebevoll war. Und obwohl er mich noch immer fast jede Nacht besucht, spüre ich, dass er sich verändert hat. Ich weiß nicht, was solch eine Veränderung in diesem Mann, den ich so sehr liebe, verursacht haben könnte. Ich sehe in seinen Augen eine starke Wut und ich weiß weder, woher sie kommt, noch wie sie so lange unbemerkt geblieben ist. Wenn er mich mit diesen Augen ansieht, bekomme ich Angst und kann kaum sprechen, geschweige denn mich bewegen. Ich fürchte mich vor dem, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Ich hoffe, er wendet sie nicht eines Tages gegen mich. Tja, ist das der Weinkeller sozusagen, ja? Auch der Giftweinkeller? Wow, sieh sich einer all diesen Wein an. Mom würde es hier sicher gefallen. Ich trinke ja lieber Bier als Wein, aber... Mehr ist hier nicht. Nur die Notiz. Na gut. Okay. Hatten wir hier nicht noch irgendwas? Da war die Tür. Nee, da kamen wir nicht hin. Habe ich schon wieder irgendwo ein Löchlein oder sowas übersehen vielleicht? Da kommt man Treppen runter. Das müsste alles miteinander verbunden sein. Da sind wir hergekommen oder sind wir einfach... Sind wir von da gekommen? Oder sind wir einfach nur nach links gegangen und hätten theoretisch nur nach rechts gehen können? Hier ist die Tür. Da oben. Ich gucke hier nochmal, ob ich jetzt vielleicht doch irgendwo was übersehen habe, dass ich noch nach oben kann. Habe ich denn unten irgendwas übersehen? Ach, jetzt geh runter, komm. Weil ich kenne mich, das haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, gehabt, dass ich total übersehen hatte, das ist, glaube ich, schon was länger her oder so, dass ich total übersehen hatte, dass ich da noch rum konnte. Jetzt habe ich, glaube ich, überall gut drauf geachtet, außer im Keller, aber der Keller ist komplett zu, ne? Der Keller ist komplett zu. Kann ich auch nichts machen hier, dass irgendwas... Ja, da würde... Moment. Ach, das ist, weil ich nach oben dran komme. Nee. Hä? Doch, ich denke mal nur, das ist jetzt wegen der Treppe. Ich weiß es nicht genau. Also, ich muss auf jeden Fall... Und da war definitiv auch nichts mehr, ne? Die Tür war verschlossen.
ist ja gut. Dreh dich doch einfach mal um. Ich muss auf jeden Fall noch die Dinger wegschneiden draußen. Und eigentlich müsste ich nochmal durch das Labyrinth, wo ich nie wieder reingehen wollte. Weil da ja auch noch was war. Und wenn es nur, ne, irgendwie noch eine Notiz ist. Ich weiß nicht, ob das eine Errungenschaft ist oder so, dass man alle Notizen findet. Keine Ahnung. Aber wenn ja, würde ich es halt gerne mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin gerade überlegen. Moment, mit der hatten wir gesprochen. Ja, ja, das war die eine. Okay. Was haben wir denn überhaupt noch? Hallo, du sollst da hochgehen. Die Schaufel haben wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Die haben wir immer noch. Wir haben das zum Schneiden. Und wir haben den Brief immer noch. Okay. Ich würde mal glatt behaupten, dass wir dem wahrscheinlich... Aber was ist denn hiermit eigentlich? Hat das nicht irgendeine Bewandtnis? Vielleicht mit dem Hebel, wenn das ein Hebel ist. Vielleicht ist es auch tatsächlich nur irgendwas für die Dusche. Da kann ich auf jeden Fall nicht durch. Von oben ist ein Loch. Aber das hier ist nicht oben. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wo wir hier auskommen. Das war ja Sofa, ja, ja. Aber hier ist... da wäre auch noch ein Loch. Da bin ich aber schon gewesen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Moment, sind wir jetzt hier nicht gerade reingekommen? Doch, meine ich doch. Ich kann aber nur wieder hier zurück. Kann ich hier irgendwo... Achso, das ist der Raum. Ja, ja, klar. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Ja, ich muss mir das... Also entweder sind wir da schon gewesen in dem Raum... Oder eben nicht. Wir müssten jetzt zum Gewächshaus. Ich glaube, da bin ich dran vorbeigekommen, bevor ich hier drin, also hier hingekommen bin. Ja, genau. So. Messer benutzt. Aber ich hab's noch, ne? Ich wollte gerade sagen. Dann würde ich aber sagen, dass wir jetzt nochmal ganz schnell, ich hoffe, dass das so schnell ist, in den Garten gehen. Und gucken, ob wir das Geheimnis noch finden. Oh mein Gott. Also ins Labyrinth, nicht in den Garten. Die sind auf jeden Fall noch da. Okay. Eieieiei. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals wiederfinde, bin ich ganz ehrlich. Mal das erste. Wenn, dann müsste das hier sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss das finden, wo die drei Türen waren. Ich weiß auch nicht, ob die mehrfach wiederkommen. Oh. Oh. Hier kann ich durch. Oh, oh, oh. Ich darf wohl nicht so lange da stehen bleiben. Hilfe. Hilfe. Oh. Wollt ihr mich verarschen? Hier war das genau. Ja. Hier ist es jetzt friedlich oder trügt der Schein nur? Gruseliger Typ. Ich habe diesen Typen hier schon mal gesehen. Ich frage mich, wer er ist. Er sieht ziemlich gruselig aus. Okay. Oh nee, ne? Sind wir jetzt nur da rausgekommen?
Nee. Das ist ein anderer Springbrunnen. Hallöchen, was bist du denn? Philo. Nein, ich bin kein Geist. Mein Name ist Philo und ich bin kein bloßes Hirngespinst. Wie Sie, ich bin auf der Suche nach etwas. Okay. Wonach suchst du denn? Das hat er mir nicht gesagt. Oh, huch, ein Frosch. Etwas hier ist am Leben, unglaublich. Fantastik Amphibien. Ja, geil. Okay, aber hat sich gelohnt. Eine Errungenschaft haben wir noch bekommen. Und jetzt müssen wir definitiv gucken, dass wir wieder rausgehen. Oh Gott. Das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hin rauskomme. Eieieiei. Achso. Das war gar nicht hier, oder? Nee, hier war das. Nein! Oh! Aha! Nicht richtig? Bin mir nicht sicher. Hier bin ich falsch, ne? Ja. Ja, ich hasse sowas. Ich hasse sowas wirklich. Nee, das ist es auch nicht gewesen. Nee, nee, nee. Das war es aber auch nicht. Und da war der Typ jetzt wieder. Oh Gott, ich komme hier gar nicht mehr raus, glaube ich, heute. Da kommen wir gar nicht weiter. Durch die Öffnung gehen. Aber da sind wir doch wieder drinnen, oder nicht? Da war der Hund, glaube ich, drin, ne? Nee, ich meine... Ich meine, von da sind wir aber doch gekommen, oder nicht? Oder sind wir von hier rechts gekommen? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, ich komme hier wirklich nie wieder raus. Das war der Eingang. Das war der Eingang. Scheiße. Oh mein Gott. Ganz schnell auch aus dem Garten raus. Ich habe keine Lust mehr. Oh mein Gott, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, was wir machen. Ach so, genau, wir wollten eigentlich in das Gewächshaus rein. Genau, was wir hier freigemacht haben. Oh, das war ja noch fast schlimmer als dieses große Viech, was uns verfolgt hat. Die verhält sich schon wieder so komisch, das finde ich gar nicht gut. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann in der nächsten Folge sehen, ja, was sich in dem Gewächshaus befindet. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.